Kurt Bittner ist Österreichs Mann im Federgewicht. Seine Gegner in dem 14 Mann starken Feld sind der Ungar Benedek, Schanice aus der Sowjetunion, der bulgarische Olympiasieger Nurikian und der Pole Wojnowski. Im Kampfgericht befindet sich der Österreicher Trützel. Beiname Greisen, 105 Kilogramm der Italiener Danti. Und nun die Ausbesserung. Bittner beginnt mit 110 Kilogramm. Danti tritt zum dritten Versuch an. Der Ungar Kovács hält den Junioren-Weltrekord mit 118,5 Kilogramm. Doch hier in Madrid steigt er mit 3 Fehlversuchen bei 112,5 Kilogramm aus. Kilogramm wurden aufgelegt. Erster Versuch von Nurikian. Erster Versuch von Wojnowski. Schanice. Benedek. Zweiter Versuch von Kurt Bittner. Wojnowski und Bittner treten bei 115 Kilogramm zur Wiederholung an. Mit 120 Kilogramm absolvieren Nurikian, Schanice und Benedek die zweiten Versuche. Thank you.
122,5 Kilogramm für den dritten Versuch von Wojnowski. Besser ergeht es Nurikian und Benedek, denn beide Athleten sind an der 122,5 Kilogramm schweren Hantel erfolgreich. Janice möchte es genau wissen und setzt den letzten Reißversuch mit 125 Kilogramm an. Die Entscheidung ist gefallen. Benedek ist Zweiter, Nurikian ist Europameister im Reißen und für Janice gibt es den dritten Rang. ...135 Kilogramm Stoßen für den Italiener Tanti. Muss das Öl von den Oberschenkeln entfernen. Sein Anfangsgewicht sind 140 Kilogramm. Kein guter Start für den Österreicher. Bittner bessert nicht aus. Für Wojnowski wurde das Gewicht auf 142,5 Kilogramm erhöht. Bei der Wiederholung brachte der Pole das Gewicht zur Hochstrecke. Benedek leitet das Stoßen mit 145 Kilogramm ein. Zwischenergebnis 267,5 Kilogramm. Und nun Bittner 145 Kilogramm. Auch dieser Versuch geht daneben. Trainer Springer kann nur mehr die Daumen halten. Ein gültiger Versuch würde Bittner ein Zweikampfergebnis von 260 Kilogramm geben. Zu wenig für eine Medaille, aber immerhin ein österreichischer Rekord. Kein schöner Versuch. Doch zwei Kampfrichter geben gültig und Bittner ist im Gesamtklassement Fünfter. Janice kommt bei 147,5 Kilogramm auf die Bühne. Zwischenergebnis 267,5 Kilogramm. Nurikian folgt. Der Bulgare liegt nun mit 270 Kilogramm in Führung. Wojnowski benötigt 147,5 Kilogramm, um Bittner zu übertrumpfen. Der Pole schafft den Versuch und ist mit 262,5 Kilogramm Vierter. 150 Kilogramm für den letzten Versuch von Benedek. Die Anstrengungen bleiben ohne Erfolg. Benedek ist mit 267,5 Kilogramm Dritter.
152,5 Kilogramm wurden aufgelegt. Zweite Kraftprobe für Scharnitze. Mit 272,5 Kilogramm liegt der Sowjetathlet vor Nurikian. Der Bulgare hat noch zwei Versuche. 152,5 Kilogramm würden für ihn 275 Kilogramm bedeuten. Und nun der letzte Versuch des bulgarischen Olympiasiegers. Nurikian ist geschlagen. Scharnitze steigert auf 159 Kilogramm für einen Weltrekord. Kein Weltrekord, aber Scharnitze ist Europameister. Für Olympiasieger Nurikian gibt es den zweiten Platz.